Start. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es ist mir eine große Freude, Sie zu diesem Webinar begrüßen zu dürfen. Dieses Webinar hat, wie Sie aus den Vorankündigungen schon haben entnehmen können, das Thema die Verbreitung der Antibiotikaresistenzen auf unserem Planeten. Doch zunächst darf ich mich kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Dr. Roland Mayer, ich bin Arzt und Koordinator der operativen Einheit klinische Führung im Assessorat für Gesundheit und bin dort auch tätig als Verantwortlicher für den Plan Antibiotikaresistenz in Südtirol und auch zusammen mit einigen der Teilnehmern heute bei unserer Runde Leiter einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, die auch eine Schnittstellenfunktion zum Südtiroler Sanitätsbetrieb und dem Gesundheitsministerium zu diesem Thema hat. Ich habe auch Chance heute, in dieser Eigenschaft dieses Webinar moderieren zu dürfen und möchte auch auf diesem Weg allen Zuhörern, den Referenten und insbesondere auch den Verantwortlichen des Sanitätsbetriebes und des Assessorates für Gesundheit für die Hilfestellung bei der Vorbereitung und der Umsetzung dieser Informationsveranstaltung recht herzlich zu danken. Wie schon gesagt, das Thema ist die Antibiotikaresistenz. Wir haben für diese Veranstaltung mehrere Referenten gewinnen können. Ich darf dann im Anschluss an die Primarin der Abteilung Infektiologie des Krankenhauses Bozens, Frau Dr. Elke Maria Erne, das Wort übergeben. Danach wird uns Dr. Leonardo Pagani über die Situation der Antibiotikaresistenz, die globale Situation auf der Welt etwas berichten. Er ist Experte eben für diesen Bereich und arbeitet auch in der Abteilung für Infektiologie im Krankenhaus Bozen. Und danach wird uns Dr. Richard Aschbacher einen Querschnitt etwas über die Situation der Antibiotikaresistenz auf der lokalen Situation in Bezug auf die Humanmedizin in Südtirol einen Vortrag halten und uns berichten, wie dort die Situation derzeit aussieht. Und am Ende wird Dr. Christian Piffer uns aus der Sicht des Veterinärmediziners auch seinen Beitrag leisten, denn das Ganze, um was es heute geht, ist in dem sogenannten One Health-Konzept oder Ansatz zu sehen. Das heißt, es betrifft uns alle, das heißt alle Menschen und alle Tiere. Wir haben Vorträge, die so zwischen 20 und 25 Minuten dauern. Und wir werden einen Vortrag nach dem anderen in der Abfolge Ihnen zur Verfügung stellen können. Und die Diskussion findet am Ende aller Vorträge statt. Sie haben da die Möglichkeit, über den Chat auch Ihre Fragen direkt einzugeben und wir werden dann am Ende gemeinsam auf diese Ihre Fragen antworten. Ja, das zunächst zur Einführung. Ich darf jetzt das Wort an Frau Dr. Elke Maria Erne weitergeben. Gentili Signore e Signori, vi ringrazio cordialmente della vostra attenzione e partecipazione al webinar di oggi. L'uso non corretto degli antibiotici ha portato ad un crescente fenomeno chiamato antibiotico resistenza. In pratica, gli antibiotici non funzionano più e anche semplici infezioni possono diventare difficilmente o addirittura non più trattabili. L'Organizzazione Mondiale della Sanità invita ogni anno dal 18 al 24 novembre alla sensibilizzazione su questo fenomeno tramite la World Antimicrobial Awareness Week per un corretto uso degli antibiotici. La resistenza agli antibiotici provoca annualmente circa 700.000 decessi e le stime per il futuro non sono rosee. Si calcola circa 1 milione di morti nel 2050. Come già detto il dottor Mayer, l'Italia si è dotata di un piano nazionale di contrasto a questa antibiotica resistenza, anche in Alto Adige e
stiamo lavorando su questo problema. Io faccio parte del gruppo tecnico provinciale e sono responsabile per il buon uso degli antibiotici e e contro il fenomeno dell'antibiotica resistenza. Qui all'ospedale di Bolzano abbiamo attivato anche un progetto di antimicrobial stewardship, si occupa delle grossi problemi di superbax, sono i batteri che sono propriamente resistenti a tutti gli antibiotici. Oggi vi proponiamo un aggiornamento sulla situazione internazionale, italiana ed anche provinciale. Buon webinar a tutti. Vielen Dank, Frau Dr. Erne, für diese kurze Einleitung. Ringrazio molto la dottoressa Erne e a questo punto cederei la parola al dottor Pagani che ci parlerà della diffusione globale della resistenza agli antibiotici, dove stiamo andando. Prego, dottor Pagani. Allora, grazie e tutti a tutti. Allora, il discorso è particolare e sarà, credo, interessante svelare alcune cose che probabilmente non tutti sanno. Gli antibiotici sono stati e sarebbero tuttora uno dei più grandi progressi della medicina e della storia della medicina. Hanno causato un declino nelle morti negli ultimi 50 anni, molto più di qualunque altra tecnologia o procedura medicale, e hanno consentito di salvare un numero infinito di vite umane. Il problema è che oggi, non solo dal punto di vista clinico negli ospedali, ma in generale, si stanno diffondendo fenomeni di resistenza a questi antibiotici che, se torniamo a quello che può essere il problema fondamentale della cura dei nostri pazienti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha prodotto alcune stime e alcuni dati che sono già anche, come dire, registrati, per cui il costo in termini di pedaggio proprio, il costo dell'antimicrobico resistenza solamente negli Stati Uniti, determina fondamentalmente un numero di malattie e di morti, più di 2 milioni di malattie legate all'antimicrobico resistenza all'anno e 23.000 morti all'anno solo negli Stati Uniti, più tutto ciò che può andare di conseguenza come evento avverso, tra cui per esempio 15.000 morti all'anno per le sovrainfezioni da Clostridium difficile, che sono una delle più dirette conseguenze sia di un malpractice o di un cattivo uso della terapia antibiotica, sia del fatto dell'eccessivo uso e dell'eccessiva esposizione agli antibiotici. Il problema è che questo problema, il problema dell'antimicrobico resistenza, sembra un problema sottovalutato, sembra un problema da poco. In realtà quello che riguarda il problema dell'antimicrobico resistenza è più grande, decisamente più grande, della somma di tutto ciò che rappresenta come problema sanitario l'influenza, la tubercolosi e l'HIV con le sue manifestazioni dell'AIDS messe insieme. Il che vuol dire che nell'ambito mondiale sul nostro pianeta questo sta diventando veramente un problema fondamentale. Come ha detto la dottoressa Erne, quali saranno le conseguenze? E vedremo adesso quali sono le conseguenze e che cosa ci aspetta. Le conseguenze dal punto di vista pratico potrebbero essere che anche le infezioni più semplici, il trattamento antibiotico di un'appendicite acuta, le infezioni più semplici che vi possano venire in mente potrebbero essere non più potenzialmente trattabili, perché non avremo antibiotici in grado di combattere queste infezioni e questi superbatteri, ma soprattutto perché anche la storia e il progresso della medicina subiranno un rallentamento micidiale, in quanto quelli che sono stati i progressi degli ultimi 20-30 anni, i trapianti d'organo solido, i trapianti di midollo, la grande chirurgia addominale, le grandi terapie immunosoppressive, non avranno più nessuno spazio, in quanto non vi sarà più alcun antibiotico potenzialmente in grado
di come dire, contrastare le potenziali infezioni che dovessero verificarsi. Come si diceva prima, la tempesta perfetta si sta avvicinando. Nel 2050, secondo le stime del rapporto O'Neill, pubblicato dal Ministero della Salute britannico e commissionato dall'ex premier David Cameron, ci fa vedere come le stime sono per circa 10 milioni di morti all'anno nel mondo legati alla resistenza agli antibiotici, alle infezioni che non saranno più trattabili con la terapia antibiotica per quanto inefficace. 4 milioni di morti nel continente asiatico, più di 4 milioni di morti in Africa. Considerando che il cancro, in generale, tutte le neoplasie sommate, fondamentalmente in quel periodo della nostra storia, ne causeranno 8 milioni. Quindi la stima arriva a pensare che la resistenza agli antimicrobici causerà più morti rispetto alle neoplasie e rispetto a qualunque malattia. E questa previsione del 2014 purtroppo non teneva in considerazione la pandemia e tutte le conseguenze della pandemia, che pur essendo legata alla malattia virale, ha causato un altro crash, diciamo così, nell'utilizzo delle terapie antibiotiche, aumentando sicuramente l'accelerazione nei confronti dello sviluppo delle resistenze. Quindi quella data del 2050 per i 10 milioni di morti all'anno, verosimilmente, se nulla accadrà nel frattempo, potremmo sicuramente pensare di avvicinare al 2036-2038. Il costo della resistenza agli antimicrobici sembra un problema banale, ma in realtà, nello stesso, diciamo così, in un altro studio che è stato fatto, in un'altra analisi che è stata fatta, ci sarà da aspettarsi circa un incremento di 1,1 miliardi di euro all'anno che dovremmo spendere di anno in anno per quanto riguarda tutto ciò che andrà sostenuto nei confronti di questa continua e progressiva mancata sensibilità, in qualche modo, alla terapia antibiotica. Ma perché, in un certo senso, tutto questo avviene indipendentemente anche da quanto si possano usare a livello ospedaliero, a livello di strutture sanitarie? Perché sta succedendo questo anche nel mondo? E per quanto è importante una visione che esca dalle strutture ospedaliere e che dia una visione assolutamente globale e generale di questo problema, perché tutti ne possano prendere coscienza? Perché la popolazione aumenta e sì, ci si aspetta che passi da 7,2 a 9,7 miliardi entro il 2050, e questo determina un aumento della domanda e della richiesta di cibo che aumenterà del 60% verso il 2050, con un aumento anche della richiesta di acqua che invece diminuirà drasticamente del 40% rispetto ai livelli attuali entro il 2050, perché l'acqua, come vedremo anche dopo, è uno degli argomenti e uno degli elementi fondamentali nel gioco e nel contrasto alle resistenze agli antimicrobici. La pressione aumenta perché la popolazione aumenta e aumentano i fabbisogni della popolazione, quindi ci sarà un aumento della necessità di energia, di acqua, di tutto ciò che quindi serve per una popolazione costante di crescita. E questo determinerà sicuramente una diminuzione delle zone forestali, delle grandi foreste a livello mondiale, con una progressiva desertificazione delle aree, che è un po' probabilmente anche il modello con il quale alcuni virus come l'Ebola si sono avvicinati e hanno fatto un salto di specie che probabilmente non sarebbe stato così facile in qualche maniera se non ci fosse stata una progressiva desertificazione, e quindi un progressivo togliere un ambiente naturale all'interno delle grandi foreste impenetrabili a questi virus che sono sull'era da molto prima di noi. Ma questa è una conseguenza probabilmente di questo tipo di avanzamento dello stato dei lavori a livello mondiale. A livello mondiale, se c'è una domanda di cibo e di ovviamente di fattori nutritivi, non si può che cercare tutto ciò che può avere delle grandi masse e grandi raccolti. Quindi un'agricoltura intensiva che ovviamente, per avere dei risultati
di un certo tipo e quindi qualitativi e anche semplicemente visivi per quanto riguarda frutta e verdura, necessita e in qualche modo purtroppo necessita di terapie antibiotiche o dello spargimento di molecole antibiotiche per far sì che queste coltivazioni diventino più belle, più rigogliose e quindi in qualche maniera facciano anche più bella figura. Il problema è anche che noi siamo abituati a mangiare alcuni alimenti che arrivano dall'altra parte del mondo o comunque da lontano, come le banane, e le banane hanno bisogno di alcune sostanze chimiche come il tiabendazolo, per esempio, come si vede da queste scatole delle banane di importazione, in cui contengono il tiabendazolo come molecola che in qualche modo, guardando il manuale, l'enciclopedia dei farmaci e dei biologici, ci dice che è un farmaco sicuramente con delle caratteristiche vermifughe, per esempio, e si usa anche in terapia, ma soprattutto perché serve a eliminare e controllare quelle malattie da funghi e quelle cose che possono in qualche modo garantire la vita fino al negozio di questi alimenti, per cui la shelf life, e le banane devono arrivare poi fino ai nostri bancali, fino ai nostri scaffali, ancora in condizioni di vita sufficienti per poter fare bella figura ed essere, come dire, appetibili. Se da una parte l'agricoltura è sicuramente un problema da questo punto di vista, l'altro, chiamiamolo grosso problema, anche se effettivamente un problema non è chiaramente la produzione del bestiame e l'allevamento di animali a scopo nutrizionale e nutritivo. Ovviamente anche questo ci si aspetta che debba aumentare progressivamente nel corso dei prossimi decenni, proprio per la questione dell'aumento della popolazione, e ovviamente si fa ricorso, e da tanti anni si fa ricorso, ad allevamenti intensivi che possono essere di pollame piuttosto che di qualunque altro animale da reddito o da allevamento per la carne, dove spesso e volentieri falliscono tutti i meccanismi in qualche maniera di controllo e di igiene. Ci sono spesso e volentieri, anche se adesso un po' meno, l'esposizione ad antibiotici a scopo di crescita per quanto riguarda gli animali, e che quindi in allevamenti ci sono grandi dosi molto diffuse di esposizione agli antibiotici e dosi prolungate, spesso a dosi subletali per quelli che sono i germi, che quindi in qualche modo si rafforzano il fatto di non essere uccisi e di, come dire, sviluppare progressivamente i meccanismi di resistenza. Oltretutto, in queste condizioni talvolta che definiremmo disumane se non ci riferissimo al pollame, queste condizioni di vita determinano reazioni di stress, ovviamente anche negli animali, con un aumento delle lesioni nel terreno, e che quindi poi a circolo vizioso, col fatto della mancanza delle norme igieniche e della contaminazione, in qualche modo vedremo, avrà un grosso risvolto. Perché hanno un risvolto tutte queste cose anche sulla nostra alimentazione e su quello che può essere una ricaduta sulla salute umana? Perché questi meccanismi di resistenza si possono trasferire da un patogeno, da un germe che ce l'ha all'interno, ad un altro che ancora non ce l'ha, attraverso meccanismi come quelli così un pochettino spiegati con questa diapositiva, e ovviamente in questo modo il trasferimento del gene di resistenza fa sì che poi l'animale riceva degli antibiotici che probabilmente non sono necessari se non a scopo di crescita. Per la ragione che abbiamo detto prima, questi batteri diventano progressivamente resistenti agli antibiotici. Questi batteri resistenti viaggiano con la carne dalla fattoria o dall'allevamento attraverso tutta la catena alimentare per arrivare poi sulle nostre tavole, e noi ingerendo questo tipo di alimenti potremmo anche in qualche modo ingerire patogeni che resistano poi all'acido gastrico e quindi colonizzare il nostro intestino, e ad un certo punto essere noi colonizzati da patogeni che causano poi potenzialmente malattie difficili da curare con gli antibiotici, proprio perché determinate da patogeni che hanno sviluppato tanta resistenza. E in effetti questo concetto del from farm to fork,
delle resistenze, cioè dall'agricoltura, dall'allevamento alla forchetta e quindi al piatto, è un qualche cosa che negli ultimi anni è stato altamente studiato in varie, in tantissime pubblicazioni scientifiche e in tantissimi documenti internazionali, proprio per far capire che ci sono tante modalità con le quali si può venire a contatto di questi meccanismi di resistenza, senza assolutamente volerne colpevolizzare, perché io sono circondato da animali domestici e li amo tanto quanto gli esseri umani, se posso dire. È vero anche che anche i nostri animali, i pets che abbiamo a casa, come tanti altri tipi di animali, sono come noi stessi dei potenziali portatori di patogeni e di geni di resistenza. Sono stati studiati i cani, sono state studiate le acquaculture, sono state studiate tante svariate specie animali e si è visto che quale più, quale meno, comunque possono essere dei portatori. Poi ovviamente vivono con noi e quindi in qualche maniera può esserci uno scambio in tutte e due le direzioni, ovviamente tra noi e il cane, tra cane e noi, nello scambio appunto di materiale genetico di questo tipo. Il discorso è ancora più ampio, se vogliamo, perché i patogeni in generale non hanno bisogno del passaporto per attraversare le frontiere o le barriere. E pensiamo che il mondo nel quale si svolgono tutte queste attività è uno solo. Quindi l'agricoltura, l'allevamento del bestiame, tutto ciò che è l'industria, in qualche modo determina degli scarichi, dei residui, tutta una serie di manifestazioni che poi, in un certo senso, e lo vedremo ancora verso la fine, determinano un percolamento e una, come si può dire, un filtraggio di tutte queste sostanze nelle acque reflue di tutte le città, di tutte le strutture, attraverso i fiumi, nelle acque reflue, e poi riversamento di questi, per esempio, anche nelle acque costiere. C'è uno studio molto interessante che ha fatto vedere come sulla sabbia e nell'acqua di mare, sulla costa di una delle spiagge più belle del Sudafrica, ci sia una contaminazione con stafilococchi e meticillino resistenti altamente più elevata di quanto ci si possa aspettare. E ovviamente è chiaro che in situazioni come queste la sanificazione e le regole di igiene non valgono solo per l'allevamento intensivo dei polli, ma situazioni di popolazioni che vivono in queste condizioni come quelle delle due fotografie, è stato chiaramente dichiarato come siano inversamente, direttamente proporzionali, scusate, all'insorgenza e alla permanenza in qualche modo di meccanismi di resistenza sempre più elevati, in quanto queste acque, queste condizioni continuano a rimescolarsi l'una con l'altra. E infatti uno dei più grandi progetti, uno tra i tanti grandi progetti internazionali, è il cosiddetto WASH, Water Sanitation and Hygiene, promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si propone esattamente di migliorare le condizioni delle acque di scarico rispetto alle, diciamo così, le acque bianche rispetto alle acque nere, in posti come quelli che vedete, proprio per evitare una contaminazione tra i due flussi idrici, e in questo modo facilitare sicuramente anche uno sviluppo di una maggiore igiene, e che, come abbiamo visto, determinerà sicuramente una miglior qualità anche dell'acqua e della circolazione di air. L'altro argomento che dobbiamo non dimenticare è che in alcune aree del mondo si è sviluppata l'attività di produzione dei farmaci generici per la stragrande maggioranza dell'altro 80% del globo. L'India è uno dei più grandi produttori di farmaci, fabbriche di generici, tutti quei farmaci che perdono il brevetto, in cui il brevetto scade e che poi vengono genericati, come si dice. La maggior parte di queste industrie sono anche raggruppate in alcune aree industriali dell'India, dove però, per esempio, gli scarichi delle acque delle fabbriche sono più o meno quello che si può vedere in questa diapositiva. E quindi chi è andato, questo gruppo di scienziati tedeschi che è andata a questa equipe che è andata a campionare in qualche modo le acque reflue di queste grandi industrie, ha trovato delle quantità di residui di antibiotici ben determinabili anche dal punto di vista della classe e della molecola nelle acque reflue che escono queste industrie, dove poi ovviamente i bovini
che passano per strada possano abbeverarsi, dove talvolta probabilmente anche l'essere umano in queste condizioni disperate talvolta si abbevera, e quindi possiamo immaginare quanto questa sia una circolazione importante. E i viaggi, i batteri multiresistenti non hanno bisogno del passaporto né per attraversare le frontiere né per passare da un continente all'altro. È stato visto come ci siano due cose fondamentali: il turismo in alcune aree, soprattutto se è un turismo di almeno 2-3 settimane, perché il nostro microbiota si altera e si modifica fondamentalmente. Il nostro microbiota è la nostra carta d'identità batterica, che ci contraddistingue uno dall'altro in tutta la grandissima massa del 10 alla 14 di batteri che noi abbiamo nel nostro tubo intestinale. Allora, dopo 2 o 3 settimane di soggiorno e di alimentazione in un paese molto lontano dal nostro, anche la nostra carta d'identità batterica intestinale si modificherà leggermente a favore di quelli che sono più frequenti in quell'area che noi stiamo frequentando, e quindi potenzialmente potremmo tornare in continente europeo, come è stato dimostrato da diversi studi anche di un gruppo francese di Parigi. Si potrebbe tornare, si può tornare nel continente europeo colonizzati, senza saperlo, da patogeni multiresistenti che si è acquisiti in un viaggio di vacanza in India piuttosto che nel sud-est asiatico. Allo stesso modo è stato evidenziato e studiato come le toilette degli aerei, dei voli intercontinentali, arrivando da queste determinate zone, quando arrivano poi nel continente europeo, negli Stati Uniti, facendo dei saggi sulle toilette, sulle superfici, nelle acque di scarico delle toilette, degli aerei, dei voli intercontinentali, si sono realizzate gli stessi problemi, gli stessi geni di resistenza agli antibiotici rispetto a quelli che sono i paesi di origine. E poi, per mantenersi su questo, come dire, su questo filone, e per dare l'idea che questo problema, come questo problema, sia un problema che non riguarda uno o due ambienti, ma riguarda tutti, tutti gli ambienti a cui possiamo pensare. Questo è il titolo e la copertina di un libro che è uscito nel 2018, intitolato Il killer invisibile, e parla, è stato recensito, e parla del problema dell'aumento costante a livello globale dell'inquinamento dell'aria. E nella prima pagina l'autore testimonia come più del 90% della popolazione mondiale sia esposta a concentrazioni di inquinanti nell'aria che sono superiori alle raccomandazioni delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a questo proposito. Qual è il problema che ci riguarda in questo senso? Il problema ci riguarda in questo senso perché lo smog e l'inquinamento atmosferico dell'aria sembra strano, sembra quasi impossibile, ma contiene dei geni di resistenza agli antibiotici. Questi sono saggi che sono stati fatti, come vedete nella foto in alto a destra, si tratta di Pechino in una giornata normale. Quello è smog nella città di Pechino in una giornata normale quando non piove. Allora, in questo tipo di aria, che ha questo determinato tipo di inquinamento di ogni tipo a livello di particolato, questi studi che sono stati fatti in maniera assolutamente brillante hanno evidenziato come quello che si vede nella parte in basso a sinistra della diapositiva, così come ci sono abbondanze relative di alcuni geni di resistenza in moltissimi ambienti e in moltissime strutture diverse, dalle miniere alle acque reflue al tubo gastrointestinale degli uomini. Lo smog di Pechino si è visto come possa contenere una quantità assolutamente spaventosa di geni di resistenza a molteplici classi di antibiotici. Allora, questo, se già è un problema dal punto di vista dell'inalazione di quello che respiriamo, nel momento in cui passa una settimana di piogge su una città come questa, tutte quelle molecole e quei geni di resistenza cadranno a terra con le gocce d'acqua, arriveranno al terreno che le filtrerà e diventeranno disponibili attraverso i fiumi o attraverso il correre dell'acqua stessa in altre strutture e in altri ambienti. Come è il caso, non vorrei dare segni allarmistici in questo senso, ma come è stato il caso di uno studio
assai brillante in Europa dell'Est e nei Balcani, che ha ritrovato i geni di resistenza alle cefalosporine di terza generazione negli Escherichia coli, dei bacini artificiali che servono per la produzione dei bacini idrici costruiti artificialmente per la produzione della neve artificiale sulle piste. E quindi, voglio dire, diventa veramente un problema che non è la resistenza agli antibiotici nell'essere umano per quanto riguarda il cattivo uso. Questo è certamente uno degli argomenti principali, soprattutto per i clinici e i microbiologi. Ma la resistenza agli antibiotici è un qualcosa che dalla fauna selvatica alle grandi foreste, a qualunque tipo di attività agricola, forestale, di qualunque farmaceutica, di qualunque cosa vi possa venire in mente, certamente ci potrebbe essere qualche cosa che ha comunque a che fare o potrebbe essere una situazione nella quale cercare di mettere rimedio per cercare di contrastare l'insorgenza di nuovi meccanismi di resistenza. La sorveglianza in questo senso, la sorveglianza della resistenza gioca un ruolo fondamentale, a tutti i livelli, a livello locale, come possiamo essere noi, dove una sorveglianza attiva e ben fatta ci consente di capire dove stiamo andando e di modificare il nostro approccio alla terapia e all'uso della terapia antibiotica nella maniera più rapida e più efficace possibile per garantire ai nostri pazienti e al nostro singolo paziente la miglior cura in quel momento a disposizione, pensando sempre che un domani dovremmo aver bisogno ancora di quel farmaco per il prossimo paziente e quindi cercando di non stimolare in qualche modo con il nostro comportamento anche di clinici lo sviluppo di ulteriori meccanismi. A livello nazionale, la sorveglianza a livello nazionale, a livello di paese, serve per creare delle policy e delle politiche che possano assicurare in tempi rapidi e nei tempi giusti gli interventi di salute pubblica, come stiamo vedendo in questo tempo, a più appropriati per quello che riguarda il bene comune. E a livello globale, soprattutto le grandi organizzazioni internazionali con le loro unità di alert, preparedness and response, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove sfugge qualcosa in qualche modo che possa rappresentare effettivamente, ci si rende conto che possa rappresentare un grave problema dal punto di vista della salute globale, lancino degli allarmi e lancino comunque degli alert che ci servono per intervenire il più rapidamente possibile. L'Europa in questo senso si è mossa, l'Europa in questo modo dal 2017 ha cominciato a fare una serie di documenti ai quali anche noi abbiamo partecipato in qualche modo per stabilire tutta una serie di progetti e di programmi che riguardino proprio anche il One Health, questa unica salute che riguarda gli animali, l'ambiente e l'essere umano, identificando 10 punti fondamentali che sono riassunti nella pagina sinistra di questo documento, che è di libero download, di libero scarico dal sito web della Comunità Europea, in cui evidentemente ci sono punti cruciali che anche oggi si toccano e che talvolta vengono anche sottovalutati. Io non voglio essere polemico, ma il vaccino, qualunque vaccino sia, soprattutto contro una malattia virale, prevenendo la malattia virale in oggetto, previene anche il conseguente cattivo uso eventuale di terapie antibiotiche per far fronte a sovrainfezioni batteriche che sono diventate facili e che sono diventate possibili in funzione del fatto che non si è impedita una malattia virale sulla quale le nostre difese più diminuite hanno fatto sì che un batterio, ma piuttosto aggressivo, abbia potuto incastrarsi, abbia potuto approfittarne. E quindi la necessità di una terapia antibiotica che con una corretta politica vaccinale per le malattie virali determinerà anche una diminuzione del consumo dell'antibiotico e un'esposizione minore all'insorgenza delle resistenze. Nel 2017 Global Health, visto che questo era effettivamente già un problema enorme e che riguardava tutti, l'editoriale che si intitolava praticamente combattere la resistenza agli antibiotici su tutti i fronti, concludeva fondamentalmente dicendo che chiunque, da tutti i punti di vista, pazienti, ricercatori, chi fornisce cure sanitarie, gli agricoltori, i veterinari, i giornalisti, i policy makers, tutti
in ogni modo devono sentirsi responsabili e devono giocare la loro parte nel tentativo di difendere il mondo intero da questa continua progressione della resistenza dei batteri, contro la quale noi continuiamo ad avere progressivamente sempre meno armi. Perché alla fine, in tutto quanto e in tutto questo, dovremmo cominciare a pensare che la medicina è una sola sulla faccia della Terra, perché il mondo è uno solo e anche la salute del mondo è una sola. Che si tratti di una parte o dell'altra, One Health è la salute di tutto il mondo in cui noi tutti esseri viventi e non viventi abitiamo. Se una parte di questo mondo e di questa salute e di questo grande corpo si ammala, anche le altre certamente ne soffriranno. E quindi dovremmo cercare veramente di portare avanti una politica e una consapevolezza di questo, che non sia un qualche cosa, una cieca visione fino a domani mattina, ma una visione strategica che ci protegga e ci garantisca una buona vita e una buona sopravvivenza per i prossimi tempi. Vi ringrazio. Ringraziamo tutti il dottor Pagani di questa panoramica che ci ha fatto capire, comprendere che appunto è un problema che riguarda tutti, riguarda tutto il mondo e quanto è importante, diciamo, il buon uso dell'antibiotico. Ecco, magari poi nelle domande che seguiranno, ma appunto come avevamo anticipato, saranno alla fine di tutte le relazioni, magari ci si può riflettere, ma come si fa a usarlo al meglio questo antibiotico, ma insomma, questo lo posticipiamo alla fine delle relazioni. Ja, an dieser Stelle darf ich überleiten und Dr. Aschbacher des betrieblichen Labor für Mikrobiologie und Virologie des Südtiroler Sanitätsbetriebes bitten, seinen Vortrag über die Antibiotikaresistenten in der Fokus auf die Humanmedizin mit einem Fokus und fokalisiert auf die Situation in Südtirol bitten, uns seinen Vortrag und die Informationen mitzuteilen. Perfekt. Moment, ich werde jetzt die Präsentation laden. Moment. Ich weiß nicht, sieht man die Präsentation? Ja. Also, allerdings, wie bringe ich um? Moment. Okay, also, ich werde versuchen, einige ganz grundlegende Fragen zu beantworten. Und zwar betreffend den Begriff der Antibiotikaresistenzen. Also was versteht man darunter und wie häufig sind solche Antibiotikaresistenzen? Zunächst einmal Antibiotikaresistenzen, also Antibiotika sind wirksam gegen Bakterien. Und was sind das eigentlich, Bakterien? Bakterien, das sind Kleinstlebewesen. Wie man hier sieht, das ist eine stark vergrößerte Spitze einer Stecknadel mit aufgelagerten Bakterien. Also diese Bakterien, das sind diese gelblichen, stäbchenförmigen Strukturen. Und wo findet man eigentlich Bakterien? Wie schon Dr. Pagani angedeutet hat, praktisch überall in der Natur. Also in großen Mengen im Boden, im Wasser und auch zum Beispiel auf unseren Händen. Hier dargestellt ist der Abklatsch einer Hand auf der Oberfläche eines Bakteriennährbodens. Und dieser Nährboden wurde dann über Nacht bebrütet. Und an den Stellen, an welchen einzelne Bakterien kleben geblieben sind, sind über Nacht Kolonien herangewachsen, bestehend aus Millionen bis Milliarden von Bakterien. Und zwar
sieht man hier Kolonien unterschiedlicher Größe, Farbe und Form. Und zwar deshalb, weil auf unseren Händen viele verschiedene Bakterien natürlicherweise vorkommen. Und Bakterien finden sich auf unserem Körper überall, und zwar in riesengroßen Mengen. Nicht nur auf der Haut, sondern auch zum Beispiel auf den Schleimhäuten oder in großen Mengen, vor allem im Darm zum Beispiel. Und man spricht hier vom menschlichen Mikrobiom. Und dieses Mikrobiom besteht aus rund 30.000 Milliarden Bakterien. Unser Körper besteht auch aus ungefähr 30.000 Milliarden menschlichen Zellen, sodass das Verhältnis Bakterienzellen zu menschlichen Zellen in unserem Körper so in etwa 1:1 beträgt. Und diese Bakterien gehören über 1000 Bakterienarten an. Und insgesamt wiegen sie zwischen 1 und 1,5 Kilogramm. Also, und es besteht auch eine hohe Variabilität. Das heißt, das Mikrobiom eines Menschen ist nicht identisch mit jenem eines anderen Menschen. Und es besteht auch Variabilität zum Beispiel zwischen den verschiedenen Körperstellen. Und dieses Mikrobiom ist ganz wichtig für die Aufrechterhaltung unserer Gesundheit. Diese Bakterien produzieren zum Beispiel Vitamine, sie sind beteiligt an der Reifung des Immunsystems und sie verhindern das Einnisten von Pathogenen, also krankmachenden Bakterien. Es gibt nämlich neben den guten Bakterien im Mikrobiom auch eine ganze Reihe von krankmachenden bösen Bakterien, wie man sie so nennen könnte, welche eine Reihe von wichtigen Infektionen verursachen können, wie zum Beispiel Hirnhautentzündung, Mittelohrentzündung, Lungenentzündung, Hautinfektionen, Nasennebenhöhlenentzündung oder zum Beispiel Lebensmittelvergiftung, Harnwegsinfekte und so weiter. Und zur Behandlung von bakteriellen Infektionen kann man Antibiotika verwenden. Also Antibiotika sind wirksam gegen Bakterien, aber absolut nicht gegen Viren. Das ist einmal ein ganz wichtiges Konzept. Was sind denn eigentlich Antibiotika? Antibiotika, das sind chemische Substanzen, welche das Wachstum von Bakterien hemmen oder Bakterien abtöten können. Und ich möchte den Begriff der Antibiotika am Beispiel einer ganz wichtigen, einer klinisch wichtigen Gruppe von Antibiotika etwas näher erläutern. Die sogenannten Beta-Lactam-Antibiotika. Dazu gehören zum Beispiel die Penicilline, wie das Amoxicillin, die Cephalosporine, zum Beispiel das Cefaclor oder die Carbapeneme. Und alle diese Beta-Lactam-Antibiotika haben eines gemeinsam in der chemischen Struktur, welche hier dargestellt ist. Man sieht hier rot eingezeichnet diesen Ring bestehend aus 4 Atomen. Es ist dies der sogenannte Beta-Lactam-Ring, welcher ganz wichtig ist für die Funktion dieser Antibiotika. Und darauf komme ich dann nochmals zurück. Was machen diese Beta-Lactam-Antibiotika? Wie wirken sie? Das Wirkungsprinzip ist jenes einer Schrotflinte. Das heißt, sie durchlöchern die äußere Hülle eines Bakteriums, wodurch der Zellinhalt austritt und die Bakterien abgetötet werden. Und ein Problem beim Einsatz von Antibiotika ist aber, dass Bakterien dagegen resistent werden können. Hier oben dargestellt im oberen Bild ist ein Bakterium, welches bei Zugabe eines Antibiotikums abstirbt. Im unteren Bild hingegen sieht man ein Bakterium, welches trotz vorhandenem Antibiotikum munter weiter wächst. Es ist nämlich resistent geworden gegen das entsprechende Antibiotikum. Also die Antibiotikaresistenz ist die Fähigkeit der Bakterien, trotz Vorhandensein eines Antibiotikums zu überleben und sich zu vermehren. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass derartige Antibiotikaresistenzen auch übertragbar sind. Sie können von einem Bakterium auf ein anderes übergehen. Und was hier übertragen wird, das ist die genetische Information für die Ausbildung der Antibiotikaresistenz. Hier dargestellt ein Abschnitt der DNA, welcher von einem Bakterium auf ein anderes übergeht. Und wie das funktioniert, das sieht man in diesem Bild. Bakterien können nämlich untereinander Kontakt aufnehmen und da über eine dabei ausgebildete Plasmabrücke werden dann diese Gene, also Fähigkeit zur Antibiotikaresistenz von einem Bakterium auf ein anderes übertragen.
Man spricht hier von Parasexualität. Und derartige Parasexualität bei Bakterien funktioniert auch über Artgrenzen hinweg. Also zum Beispiel von einem Escherichia coli-Bakterium zu einem Klebsiella pneumoniae-Bakterium. Wie groß ist nun dieses Problem der Antibiotikaresistenzen weltweit? Hier dargestellt die Häufigkeit der Antibiotikaresistenzen in verschiedenen Ländern in Europa und auch außerhalb Europas. Und das rote Rechteck kennzeichnet die Situation in Italien. Man sieht hier, Italien gehört zu jenen Ländern, welche eine sehr hohe Häufigkeit von antibiotikaresistenten Bakterien aufweist. Und nicht nur das. Hier weiß dargestellt ist die Situation 2005 und grau, der graue Kreis symbolisiert die Situation 2015. Man sieht, dass innerhalb von 10 Jahren die Häufigkeit der Antibiotikaresistenzen sich verdoppelt hat. Und der schwarze Kreis gibt einen Ausblick auf 2030, wobei man davon ausgeht, dass in den nächsten 10 Jahren dieses Problem nochmals leicht zunehmen wird in Italien. Ich möchte jetzt das Problem der Antibiotikaresistenzen in Europa anhand von 3 klinisch relevanten, ganz wichtigen Bakterien etwas näher erläutern. Zum ersten Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus verursacht eine ganze Reihe von wichtigen Infektionen, von Abszessen bis hin zu Sepsis, also Blutvergiftung umgangssprachlich. Und teilweise sind diese Staphylococcus aureus Bakterien resistent gegen einen Großteil der vorhin beschriebenen Beta-Lactam-Antibiotika. Und diese Bakterien nennt man MRSA, das heißt Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus. Methicillin ist nichts anderes als ein Penicillin. Und diese MRSA sind resistent gegen Penicilline, gegen Cephalosporine, gegen fast alle Cephalosporine und auch gegen Carbapeneme. Wie groß ist das Problem der MRSA in Europa? Hier dargestellt für das Jahr 2010. Und zwar betreffend Staphylococcus aureus Bakterien, welche schwere Infektionen verursachen. Und zwar in dem Sinne, dass die Bakterien im Blut nachgewiesen werden konnten. Man sieht hier eine europäische Landkarte, wobei die verschiedenen Länder unterschiedlich eingefärbt sind. Grün heißt niedrige Häufigkeit von MRSA. Gelb-orange heißt mittlere Häufigkeit. Also der Übergang von grün zu gelb-orange und dann zu rot und schlussendlich zu braun, symbolisiert eine Zunahme der Häufigkeit. Und was man hier sieht, ein Großteil der europäischen Länder ist gelb oder orange, die nordischen Länder sind grün, aber Italien ist leider rot eingefärbt. Es hat also eine sehr hohe Häufigkeit von MRSA. Hier sieht man auch den Prozentwert, also 33% der Staphylococcus aureus Bakterien, welche aus Blut isoliert werden, sind MRSA in Italien. Und in Südtirol hingegen, wie man hier sieht, sind es nur 10%. Also Südtirol ist orange eingefärbt. Also in Südtirol sind es wesentlich weniger. Also weniger als ein Drittel des gesamtitalienischen Durchschnitts. In diesem Bild ist dargestellt die Situation der verschiedenen Regionen und Provinzen in Italien. Und zwar betreffend das Jahr 2019. Man sieht hier, dass Südtirol die niedrigste MRSA-Häufigkeit aller italienischen Provinzen und Regionen aufweist. Und was man weiter sieht, ist ein typisches Nord-Süd-Gefälle, eine Zunahme von Nord nach Süd. Das zweite Bakterium, welches ich etwas genauer beschreiben möchte, ist Escherichia coli. Escherichia coli verursacht zum Beispiel einen Großteil der Harnwegsinfektionen, also der Harnblaseninfektionen, vor allem bei Frauen. Oder auch zum Beispiel von Sepsis, also von Blutvergiftung. Und Escherichia coli kann resistent werden oder kann resistent sein gegen einen Teil der Beta-Lactam-Antibiotika, die ich vorhin beschrieben habe, durch die Bildung einer ESBL. Was versteht man darunter? Also hier dargestellt wiederum ein Beta-Lactam-Antibiotikum, ein Penicillin, in Gelb hervorgehoben. Der typische Ring besteht aus 4 Atomen, der Beta-Lactam-Ring. Und eine ESBL ist nichts anderes als eine molekulare Schere, welche diesen Beta-Lactam-Ring aufschneidet, wodurch das Antibiotikum wirkungslos wird
Also ESBL heißt nichts anderes wie Beta-Lactamasen mit erweitertem Spektrum. Eine Beta-Lactamase ist der wissenschaftliche Name für eine molekulare Schere, welche den Beta-Lactam-Ring aufschneidet. Und erweitertes Spektrum heißt, dass diese ESBL die Penicilline und die Cephalosporine unwirksam machen, nicht aber die Carbapeneme. Hier wiederum dargestellt, die europäische Landkarte. Man sieht, ein Großteil der europäischen Länder sind gelb oder orange eingefärbt, Italien hingegen rot. Also in Italien sind 26% aller Kolibakterien, welche aus Blut isoliert werden, so ESBL-positiv und damit resistent gegen eine ganze Reihe von wichtigen Antibiotika. In Südtirol sind es nur rund 15%. Also in Südtirol liegt dieser Anteil wesentlich niedriger. Und auch hier wiederum die Landkarte Italiens. Man sieht, Südtirol hat die niedrigste Häufigkeit ESBL-positiver Kolibakterien im Vergleich zu allen anderen Provinzen und Regionen Italiens, wiederum mit einem typischen Nord-Süd-Gefälle. Das dritte Bakterium, welches ich etwas genauer beschreiben möchte, ist Klebsiella pneumoniae. Es sind dies Stäbchenbakterien, welche typischerweise von einer dicken Kapsel umgeben sind, wie hier dargestellt. Und Klebsiella pneumoniae verursacht eine ganze Reihe von wichtigen Infektionen, vor allem bei Patienten, welche im Krankenhaus aufgenommen wurden. Zum Beispiel Lungenentzündung bis hin auch zur Sepsis, also Blutvergiftung. Und Klebsiella pneumoniae ist berüchtigt dadurch, dass es Resistenzen gegen eine ganze Reihe von Antibiotika gleichzeitig entwickeln kann. Man spricht hier von sogenannten Multiresistenzen. Das ist in diesem Bild dargestellt. Hier sind zwei Kulturplatten dargestellt, auf welchen Klebsiella pneumoniae Bakterien wachsen. Das Wachstum sieht man durch diese Eintrübung auf der Oberfläche dieser Nähragarplatten. Auf diese Platten wurden Filterpapierplättchen, hier weiß dargestellt, aufgelegt, welche jeweils mit einem bestimmten Antibiotikum getränkt wurden. Und die Antibiotika diffundieren in die Umgebung dieser Filterpapierplättchen. Man sieht hier links, dass diese Antibiotika in der Umgebung der Plättchen das Wachstum dieses Bakteriums gehemmt haben. Es haben sich große Hemmhöfe ausgebildet. Rechts hingegen ist, und zwar deshalb, weil dieses Bakterium links sensibel ist auf praktisch alle ausgetesteten Antibiotika. Rechts ist die Situation hingegen komplett verschieden. Man sieht hier entweder überhaupt keine Hemmhöfe und wenn welche vorhanden sind, dann sind sie sehr klein. Und zwar deswegen, weil das Bakterium rechts resistent ist gegen einen Großteil der ausgetesteten Antibiotika. Und wichtig ist, bei diesen vielfach oder multiresistenten Klebsiella pneumoniae Bakterien findet man typischerweise die Ausbildung einer sogenannten Carbapenemase. Carbapenemasen sind genauso wie ESBL molekulare Scheren, welche Beta-Lactam-Antibiotika inaktivieren, nur haben sie ein noch weiteres Wirkungsspektrum. Sie inaktivieren nämlich nicht nur Penicilline und Cephalosporine, sondern auch Carbapeneme. Also Carbapenemasen machen das Bakterium resistent auf Carbapeneme. Und wie groß ist die Häufigkeit solcher carbapenem-resistenter Klebsiella pneumoniae Bakterien in Europa? Man sieht hier wiederum, ein Großteil der europäischen Länder ist grün eingefärbt oder höchstens gelb, Italien hingegen rot. In Italien ist fast 30% der Klebsiella pneumoniae Bakterien, welche aus Blut isoliert werden, resistent gegen Carbapeneme. In Südtirol, wie wir hier sehen, welches grün eingefärbt ist, sind es nur 3%, also ungefähr ein Zehntel des gesamt-italienischen Durchschnittes. Und auch hier wiederum sieht man, Südtirol hat bei weitem die niedrigste Häufigkeit Carbapenem-resistenter Klebsiella pneumoniae Bakterien aller italienischen Provinzen und Regionen. Jetzt aber zu einer weiteren Frage. Warum verbreiten sich eigentlich Antibiotika? Eine der Antworten auf diese Frage sieht man auf diesem Bild. Und zwar hier dargestellt links Bakterien, zum Beispiel Escherichia coli. Blau eingefärbt deswegen, weil sie sensibel sind auf ein Antibiotikum, zum Beispiel ein Cephalosporin. Eines dieser Bakterien ist aber resistent geworden auf Cephalosporine, zum Beispiel durch den Erwerb einer ESBL.
Bei Vorhandensein eines Cephalosporins werden die sensiblen Bakterien, also die blauen Bakterien, abgetötet, während das orange resistente Bakterien sich vermehren kann, sodass letztendlich die orangen Bakterien die blauen überwachsen können. Man sieht hier, dass der Antibiotikaverbrauch oder besser Missbrauch letztendlich die Verbreitung von solchen antibiotikaresistenten Bakterien fördert. Und zwar, zwar sieht man das auch auf der Ebene von Staaten, von ganzen Ländern. Hier dargestellt penicillinresistente Pneumokokken, also Streptococcus pneumoniae, also der häufigste Erreger der Lungenentzündung außerhalb des Krankenhauses. Man sieht hier, dass je höher der Antibiotikaverbrauch eines Landes ist, umso größer ist auch der Anteil an penicillinresistenten Pneumokokken. Also es besteht ein Zusammenhang zwischen Antibiotikaresistenzen und dem Verbrauch von Antibiotika. Und hier dargestellt natürlich nur der Verbrauch, der Verbrauch in der Humanmedizin. Und wie groß ist dieser Verbrauch in der Humanmedizin? Man sieht hier links dargestellt die Situation verschiedener italienischer Länder, verschiedener europäischer Länder außerhalb des Krankenhauses und rechts die Situation im Krankenhaus. Italien ist durch das rote Rechteck hervorgehoben. Man sieht hier, Italien gehört zu jenen Ländern in Europa, welches einen sehr hohen Antibiotikaverbrauch aufweisen. Hier handelt es sich allerdings nur um den Verbrauch in der Humanmedizin. Natürlich spielt auch jener in der Veterinärmedizin zum Beispiel eine große Rolle. Und wie sieht die Situation in Südtirol aus? Hier dargestellt die Situation in verschiedenen Provinzen und Regionen Italiens. Im Zeitraum 2013 bis 2019. Man sieht hier, Südtirol hat den niedrigsten Antibiotikaverbrauch aller italienischen Provinzen und Regionen. Und nicht nur das, dieser Verbrauch hat auch von 2013 bis 2019 leicht abgenommen. Zusammenfassend kann man also sagen, und Antibiotikaresistenzen sind ein weltweites, riesengroßes Problem, das uns noch lange verfolgen wird. In Europa besteht hohe Variabilität zwischen den verschiedenen Ländern. Im Allgemeinen mit einer Zunahme von Nord nach Süd und von West nach Ost. Italien ist eines der Länder in Europa mit einer sehr großen Häufigkeit antibiotikaresistenter Bakterien und ist auch eines der Länder mit einem sehr hohen Verbrauch an Antibiotika. In Südtirol ist das Problem der Resistenzen wesentlich geringer. Also wir haben eine wesentlich niedrigere Häufigkeit antibiotikaresistenter Bakterien. Und auch der Verbrauch in Südtirol von Antibiotika liegt weit unterhalb des gesamtitalienischen Durchschnitts. Es besteht also eine klare Korrelation zwischen Antibiotikaverbrauch und der Resistenzentwicklung bei Bakterien. Allerdings heißt das nicht, dass der Antibiotikaverbrauch oder die Menge der verbrauchten Antibiotikas der einzige Antreiber für die Resistenzentwicklung ist, wie schon Dr. Pagani vorhin in seinem Vortrag geschildert hat. Und damit möchte ich es jetzt belassen. Ich hoffe, dass viele interessante Fragen zu diesem Themenbereich dann kommen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Aschbacher, für diesen sehr weiterführenden auch Vortrag, der uns das Bild in Italien hat darstellen können und auch gezeigt hat, dass wir in Südtirol, was diesen Aspekt angeht, doch um einiges besser dastehen. Das heißt aber natürlich nicht, dass das für uns kein Thema ist und wir uns auch gerade jetzt am Beispiel von dieser sogenannten MRSA-Resistenzen, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Ja, das war jetzt der Beitrag zu der lokaleren Situation, aber immer noch in dem Bereich der Humanmedizin. Und jetzt darf ich überleiten zu dem Vortrag von Christian Piffer des Tierärztlichen Dienstes des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Und er wird uns auch dieses schon angesprochene
One Health Konzept aus der Sicht der, der Veterinärmedizin darstellen. Wir haben ja schon gehört, dass gerade auch der Bereich der Tiere hier auch eine wichtige und wesentliche Rolle spielen. Guten Tag. Meine Aufgabe ist es im heutigen Webinar in sehr kurzer Form, die Rolle der Veterinärmedizin im One Health Konzept darzustellen, mit dem Fokus auf Antibiotikaresistenz. Ich werde dies weniger aus einer streng mikrobiologischen Sicht machen, da ich kein Mikrobiologe bin, sondern aus der Sicht eines Amtstierarztes, der im Bereich der öffentlichen Gesundheit tätig ist. Aus den Daten der Food and Agriculture Organization FAO sowie der OIE geht hervor, dass 60% der Krankheitserreger des Menschen von Tieren stammen. 3/4 dieser stammen von Wildtieren. Die Einschränkung des natürlichen Lebensraums von Wildtieren und der folglich erhöhte Kontakt zu urbanisierten Gebieten wird dies in Zukunft auch noch verschärfen. 75% der neu auftretenden Krankheitserreger sind tierischen Ursprungs. Mit dem Wachstum der menschlichen Population steigt der Bedarf an Lebensmitteln rasant und laut FAO werden bis 2050 zur Ernährung der Weltbevölkerung 70% zusätzliches tierisches Eiweiß benötigt werden. Nicht außer Acht zu lassen ist die Tatsache, dass ca. 20% der weltweiten Verluste in der Tierproduktion auf Tierkrankheiten zurückzuführen sind. Von diesen wird ein Großteil durch den Einsatz von Antibiotika bekämpft. Die Vorbeugung solcher Erkrankungen wird demnach eine Schlüsselrolle spielen beim Kampf gegen Unter- oder Mangelernährung und zugleich, um auf das heutige Thema einzugehen, beim Kampf gegen die Verbreitung von resistenten Keimen. Das Ziel einer besseren globalen Gesundheit kann nur erreicht werden, wenn dies in allen Teilbereichen derselben, sprich Gesundheit von Umwelt, Gesundheit des Menschen, Gesundheit der Tiere angepeilt wird. Wie eng diese Bereiche verwoben sind, erleben wir gerade in der Covid-19-Pandemie. One Health ist ein globaler Ansatz, der die Beziehung der Gesundheit von Tieren, Menschen, Pflanzen und der Umwelt als grundlegendes Prinzip beim Verständnis, beim Management und bei der Bekämpfung von Gesundheitsgefahren anerkennt. Das Beispiel der Antibiotikaresistenz ist in diesem Zusammenhang sehr wertvoll, weil es, wie im einfachen Bild veranschaulicht, zeigt, wie resistente Keime von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Umwelt, von der Umwelt an die Tiere und von den Tieren auf den Menschen, auf die Umwelt und eben wieder zurück zum Menschen übertragen werden können. Die Verbreitung von resistenten Keimen unterscheidet sich nicht von jeder anderen Keimen. So kann der Kontakt zu Tieren in landwirtschaftlichen Betrieben durch direkten oder indirekten Kontakt mit Wildtieren, zu Kontakt mit kontaminiertem Erdreich, zwischenmenschlicher Kontakt und vieles mehr zur Verbreitung von resistenten Keimen beitragen. In diesem Bild werden in etwas komplexerer Form die verschiedenen Wege dargestellt, wie sich resistente Keime verbreiten können. Die Umwelt, also Flüsse und Ströme, aber auch der Boden ist ein sehr wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der Epidemiologie der Antibiotikaresistenz. Zum Beispiel ist im Kreis die landwirtschaftliche Produktion tierischer Lebensmittel dargestellt, von welcher resistente Keime über Gülle und Dung und durch das Abwasser in die Umwelt gelangen können. Aber auch durch den Kontakt zu Tieren und durch Tiere, die im Schlachthaus oder Industrie verarbeitet werden, kommen diese resistenten Keime in den Umlauf. Auch Heimtiere dürfen nicht vergessen werden, wobei mittlerweile Hunde und Katze als effektiver Teil der Familie dieselbe Rolle spielen wie Herrchen und Frauchen in ihrer Umgebung.
Die Food and Agriculture Organization bezeichnet One Health als einen Einsatz zur Verhütung, Erkennung und Kontrolle von Krankheiten, die sich zwischen Tieren und Menschen ausbreiten können, zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit, zur Verhinderung von umweltbedingten Gefahren für die Gesundheit von Mensch und Tier und zitiert als eigenständigen Punkt die Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen. Die FAO hat auch eine Auflistung der Prioritäten, die sich die Organisation gestellt hat, die Problematik in, die, hat auch in der Auflistung der Prioritäten, die sich die Organisation gestellt hat, die Problematik der Antibiotikaresistenz hervorgehoben. Obwohl der Großteil an Resistenzen, welche in der Humanmedizin beobachtet wird, direkt dem Gebrauch von Antibiotika an menschlichen Patienten zuzuschreiben ist, wird immer wieder darauf hingewiesen, dass der Gebrauch an Antibiotika in der Tiermedizin und in der Tierzucht im Allgemeinen für Resistenzen bei Keimen, welche in die Umwelt gelangen und natürlich auch in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs vorkommen können, verantwortlich ist. Im Mittelpunkt des One Health-Ansatzes steht der Grundsatz, dass die Gesundheit der Menschen mit der Gesundheit der Tiere und der Gesundheit der Umwelt unzertrennlich verbunden ist. Ein solcher umfassender Ansatz ist notwendig, um den Selektionsdruck für antimikrobielle Resistenzgene zu verringern und unsere medizinisch wichtigen Antibiotika zu schützen. Im Jahr 2017 schreibt EFSA: Die Verringerung des Einsatzes antimikrobieller Mittel bei zur Lebensmittelerzeugung genutzten Tieren, ihre Ersetzung, wo immer dies möglich ist, und ein Überdenken des Tierproduktionssystems sind für die Zukunft der Tiergesundheit und der öffentlichen Gesundheit von wesentlicher Bedeutung. Die Resistenz gegen antimikrobielle Mittel ist eines der dringendsten Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Und der Einsatz antimikrobieller Mittel bei Tieren trägt zu diesen Problemen bei. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, ihren Einsatz auf das zur Behandlung von Infektionskrankheiten bei Tieren erforderliche Minimum zu beschränken. Einen Einblick in Europas Stand in Sachen Resistenzen gibt es auf der Seite der EFSA. Unter dieser Adresse, die hier im Bild zu sehen ist. Es ist in meinem zeitlichen Rahmen nicht möglich, auf einzelne Beispiele an Resistenzen einzugehen, weshalb ich mal einen Besuch auf dieser Seite sehr empfehle. Sie sehen hier zwei Screenshots der interaktiven Grafik der Seite der EFSA, wo die registrierte Resistenz gegen Ampicillin in Salmonellen, hier sieht man es in Salmonellen, bei Menschen und bei Schweinen dargestellt wird. Der Missbrauch oder auch der unkorrekte Gebrauch von antimikrobiellen Mitteln in der Tierproduktion ist eine offensichtliche und wesentliche Ursache für die Antibiotikaresistenz. Die Beweise für einen Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Antibiotika in der Tierproduktion und der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen bei medizinisch wichtigen Krankheitserregern werden immer zahlreicher. Vor allem dank der Fortschritte der Genanalyse, die es ermöglichen, den Ursprung der Gene selber, die eine solche Resistenz verleihen, zurückzuverfolgen. Mithilfe der Ganzgenomsequenzierung beschrieb ein internationales Forscherteam 2012 die Entwicklung des methicillinresistenten Staphylococcus aureus in Nutztieren aus einem methicillinempfindlichen Aureus beim Menschen. Dieser mit Nutztieren assoziierte MRSA infiziert heute Menschen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Nutztierindustrie und ist ein eindeutiges Beispiel für die Entwicklung eines multiresistenten Erregers, der in Nutztieren entstanden ist und anschließend auf den Menschen übertragen wurde. Die Einführung von Fluoroquinolonen zum Beispiel in der Masthühnerhaltung in den USA wurde mit einem raschen Anstieg von ciprofloxacin-resistenten Campylobacteriosen bei Menschen in Verbindung gebracht. In ähnlicher Weise
führte die freiwillige Rücknahme der Inovo-Injektion von Ceftiofur in der Masthühnerhaltung in Kanada zu einem sprunghaften Rückgang von Infektionen bei Menschen, die durch Cephalosporin-resistente Salmonella enterica verursacht wurde. Welche antimikrobiellen Substanzen in Europa am meisten verkauft und verwendet werden, sowohl in der Tierhaltung als auch im humanen Sektor, wird in diesem Diagramm dargestellt, bezogen auf das Jahr 2017. Penicilline und Cephalosporine der ersten und zweiten Generation und Makrolide waren die umsatzstärksten Klassen in der Humanmedizin, hier im Bild ausgedrückt in Milligramm pro Kilo geschätzter Biomasse. Bei zur Lebensmittelerzeugung genutzten Tieren waren 2017 Tetracycline und Penicilline die umsatzstärksten Klassen, die 30 bzw. 27% des Gesamtumsatzes ausgedrückt auch hier in Milligramm pro Kilogramm Biomasse ausmachten. Sehr viele Klassen von antimikrobiellen Substanzen finden, wie man sieht, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren Anwendung, was sich, wie wir gehört haben, auf die Entstehung und folgliche Übertragung auf den Menschen von resistenten Keimen durch direkten Kontakt mit Tieren, aber auch über kontaminierte Lebensmittel oder über die Umwelt auswirkt. Sehr bekannt ist auch das Beispiel des Glykopeptids Avoparzin. Avoparzin weist eine chemische Ähnlichkeit mit Vancomycin auf. Aufgrund dieser Ähnlichkeit kann die Anwendung von Avoparzin bei Tieren zu einer erhöhten Prävalenz von Vancomycin-resistenten Bakterienstämmen führen. Bereits in den 90er Jahren bemerkte man, dass die Anwendung von Avoparzin einherging mit dem Aufkommen von Vancomycin-resistenten Stämmen von Enterococcus faecium. Auf Druck der Konsumenten, und hier ist es sehr wichtig, dies zu beachten, und nach dem Vorbild einiger skandinavischer Länder, wurde zwischen Mitte der 90er Jahre und 2006 der Gebrauch von Avoparzin, von Bacitracin, Virginiamycin, Spiramycin und Tilosin als Wachstumsförderer in der EU verboten. In der Folge konnte die Abnahme an resistenten Keimen bei Tieren und deren Produkten eindeutig nachgewiesen werden. Der anfängliche hier Optimismus, dass die Abnahme an nachgewiesenen Resistenzen relativ schnell vorangeht, wurde dann leider 2011 widerlegt, aber der Erfolg einer absoluten Abnahme blieb trotzdem. Aus diesem Grund wird oft der Ruf laut, sofort ein globales Verbot von solchen wachstumsfördernden Mitteln zu verhängen. Aber in Ländern mit weniger strukturierten Landwirtschaften könnte dies nicht denselben Erfolg haben, da es unweigerlich zu einem höheren Verbrauch anderer mikrobieller Substanzen zur Behandlung von sonst unterdrückten Krankheiten führen würde. Wie auch in Europa entfällt ein erheblicher Teil des Verbrauchs auch global gesehen antimikrobieller Mittel auf die Tierproduktion. Schätzungen gehen davon aus, dass der weltweite Verbrauch antimikrobieller Mittel in der Tierhaltung von 2010 bis 2030 um 2/3 zunehmen wird und sich in schnell wachsenden Volkswirtschaften wie Brasilien, Russland und China, Indien und auch Südafrika verdoppeln wird. In China, dem bereits größten Produzenten und Anwender von Antibiotika weltweit, könnte der Tierhaltungssektor bis 2030 1/3 der weltweit produzierten Antibiotika verbrauchen. Der weltweite Verbrauch antimikrobieller Mittel in der Nutztierhaltung wurde 2010 mit 63.151 Tonnen geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich um 67% auf 105.000 Tonnen ansteigen. 2/3 des weltweiten Anstiegs des Verbrauchs dieser Mittel sind auf die wachsende Zahl von Tieren zurückzuführen, die für die Lebensmittelproduktion gehalten werden. Das verbleibende Drittel ist auf eine Veränderung der landwirtschaftlichen Praktiken zurückzuführen, wobei bis 2030 ein größerer Anteil der Tiere in intensiven Haltungssystemen gehalten werden wird. Allein in Asien sind 46% des Anstiegs des Verbrauchs antimikrobieller Mittel bis 2030 auf eine Umstellung der Produktionssysteme zurückzuführen.
Ebenfalls in Asien wird bis 2030 der Verbrauch an antimikrobiellen Mitteln voraussichtlich 51.851 Tonnen betragen, was 82% des weltweiten Verbrauchs an antimikrobiellen Mitteln bei Nutztieren im Jahr 2010 entspricht. China und Brasilien gehören derzeit zu den größten Verbrauchern von antimikrobiellen Mitteln, sind aber nicht die Länder mit dem schnellsten prognostizierten Anstieg des Verbrauchs. Dies deutet auch darauf hin, dass diesen beide Länder bereits eine Umstellung auf intensivere Tierhaltungssysteme eingeleitet haben, bei denen antimikrobielle Mittel zur Haltung der Tiergesundheit und zur Steigerung der Produktion bereits eingesetzt werden. Der Deutsche Fleischatlas 2021 veröffentlicht zudem diese Grafik, in welcher der Antibiotikaverbrauch pro produzierten Kilogramm Fleisch für die Jahre 2017-2018 dargestellt wird, sowie auch eine Prognose des Antibiotikakonsums, das sehen wir hier unten, weltweit mit und ohne politische Einschränkungen. Dies soll darauf hinweisen, dass ohne eine gezielte Gesetzgebung der Konsum an antimikrobiellen Substanzen steigen wird und damit verbunden natürlich auch die Zunahme an resistenten Bakterien. In Europa wurde 2017 ein Konsum von 4.122 Tonnen antimikrobieller Substanzen in der Humanmedizin verzeichnet und von 6.558 Tonnen in der Veterinärmedizin. Die Grafik hier zeigt, dass seit 2014 eine stetige Abnahme an Konsum antimikrobieller Substanzen in der Tierzucht zu vermerken ist. Nicht so in der Humanmedizin, wo der Verbrauch annähernd gleich bleibt. Obwohl die Gesamtmenge an verbrauchten antimikrobiellen Substanzen in der Tierzucht höher ist als im humanen Sektor, kann dies anhand der geschätzten Biomasse in Milligramm Substanzen pro Kilogramm ausgedrückt werden. Dabei kann bestätigt werden, dass in Europa in jedem Jahr des Zeitraums 2016 bis 2018, also 2016, 17 und 18, der Verbrauch an Antibiotika bei zur Lebensmittelerzeugung genutzten Tieren insgesamt niedriger war als beim Menschen. Dies ist ein großer Erfolg, da es zum ersten Mal seit 2011, wo mit der Analyse der Daten begonnen wurde, diese Trendwende eigentlich festgestellt werden konnte. Der Verbrauch antimikrobieller Mittel, hier in der Darstellung der Daten nach Ländern. Es ist hier ersichtlich, dass es eine große Spanne beim Konsum oder beim geschätzten Konsum zwischen den Ländern gibt. Das ist wahrscheinlich auf eine noch nicht ganz akkurate Messung und Aufzeichnung zurückzuführen. Wie man hier sieht, sind in 20 von 29 Ländern der Gebrauch von Antibiotika bei Nutztieren eben immer bereinigt in Milligramm pro Kilogramm Biomasse niedriger oder sogar viel niedriger als bei Menschen. In 8 Ländern war der Verbrauch bei Tieren höher bzw. viel höher als beim Menschen. Was du nicht messen kannst, kannst du nicht lenken. Es ist enorm wichtig, den europäischen Institutionen, den Forschern, den Entscheidungsträgern möglichst präzise Daten über den Konsum an antimikrobiellen Substanzen zu liefern und ganz grundsätzlich über solche zu verfügen. Nur so kann rechtzeitig das Entstehen eines Gesundheitsrisikos für Mensch, Tier oder Umwelt rechtzeitig erkannt werden und mit dem Augenmerk auf unsere One Health vermieden werden, dass die Umwelt mit antimikrobiellen Substanzen verpestet wird und die Entstehung und Übertragung von resistenten Keimen eingeschränkt werden kann. Ab 28. Jänner 2022 wird in Italien nicht nur mehr der Vertrieb, was ja bereits erfolgt, sondern auch die Anwendung aller Arzneimittel im Nutztierbereich komplett digitalisiert sein, wie hier im Bild beschrieben. Die Verschreibung von Arzneimitteln erfolgt derzeit
schon ausschließlich digital, wobei der Tierarzt über eine Software des Gesundheitsministeriums ein digitales Rezept erstellt, welches durch eine Kennziffer und einen PIN gekennzeichnet ist und in welchen Mittel- und Bestimmungstiere bereits angeführt sind. Der Tierhalter kann mit dieser Kennnummer und dem PIN in jeder Apotheke oder bei einem Großhändler die entsprechenden Mittel abholen. Die Apotheke verzeichnet im System die Übergabe der Arzneimittel an den Landwirt. Der Landwirt trägt dann schließlich in einem elektronischen Register, das Teil derselben Software des Gesundheitsministeriums ist, die Verabreichung an die bestimmten Tiere an. Die Verwendung von Arzneimitteln ist so vom Vertrieb bis zur Anwendung am Tier lückenlos nachvollziehbar und die so enorm wichtigen Daten des Konsums von antimikrobiellen Mitteln werden nicht nur nach Tierart, sondern sogar nach Tierkategorie zur Verfügung stehen. Der öffentliche tierärztliche Dienst kann zudem bis ins Detail die Anwendung von Arzneimitteln in der Tierzucht überwachen und gegebenenfalls bei Auffälligkeiten oder bei Abweichungen, die auf einen nicht korrekten Einsatz schließen lassen, einschreiten. In diesem Sinne, handle antibiotics with care und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich darf an dieser Stelle auch Herrn Dr. Piffer recht herzlich für seinen Vortrag danken, denn die Sicht der Veterinärmedizin in diesem One Health-Konzept ist, wie wir ja schon auch angekündigt hatten und auch aus den anderen Vorträgen zu erkennen war, ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja, wir haben also, glaube ich, alle gemeinsam auch verstanden, dass es hier um die Gesundheit als eine Gesundheit, One Health, die Menschen, Umwelt und Tiere betrifft. Und an diesem Punkt bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig, als allen, die an diesem so hochinteressanten Thema des Webinars teilgenommen haben, dafür zu bedanken für ihren Einsatz und natürlich auch die Zuhörer für ihre Teilnahme recht herzlich bedanken. In den nächsten Tagen werden wir noch eine Aussendung mit dem Link des Vortrages zum Nachschauen schicken. Sie können den Link an der gleichen Stelle finden, wo auch die Einladung auf der Webseite des Sanitätsbetriebs zu finden war. A questo punto rimane solo che salutiamo tutte le persone che hanno seguito o hanno potuto seguire questo webinar già oggi. Daremo la possibilità di poterlo sentire anche successivamente. Basta poi andare di nuovo su questo link che avete trovato già all'invito che era presente per questo webinar. Di nuovo un grazie a tutti, un grazie soprattutto ai relatori, la dottoressa Erne, dottor Pagani, dottor Aschbacher e il dottor Piffer. E spero che anche la moderazione è stata, diciamo, di vostro godimento. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag, schönen Abend und sage einfach bis zum nächsten Mal.